Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier nochmal Air Up. Ja, ihr wisst, ich hatte schon ein Video gemacht zu dem ganzen System, zu der Steel Bottle, zu der normalen Flasche. Hab das System vorgestellt, wie das ist mit den Pots, ob es schmeckt und so weiter alles. Hatte ich mal ein Video zu gemacht. Mittlerweile hat sich da aber einiges geändert auf der Webseite oder bei Air Up. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch mal das Video, wo ich genau erkläre, wie dieses System funktioniert. Ich hatte Air Up mit Waterdrop verglichen. Ich verlinke euch das Video mal hier oben an der, ja, irgendwo da oder da. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr das Video. Da habe ich das ganze System, eigentlich die Vor- und Nachteile, so eigentlich so ziemlich gut, sage ich mal, für meine Verhältnisse, euch ja dargebracht. Dann hatte ich mal ein Video nochmal zu der Steel Bottle, weil die dann später rausgekommen ist, die das ganze System für mich nochmal besser gemacht hat. Und mittlerweile gibt es noch eine größere Stilflasche jetzt seit einer geraumen Zeit und ich habe gedacht, wird nochmal Zeit, weil viele Fragen auch von euch kamen, will ich mal alle drei Flaschen jetzt miteinander vergleichen. Ja, wie gesagt, zum System will ich nicht mehr groß was sagen. Ich benutze es sehr, sehr gerne, weil Wasser einfach dadurch, ja, ich sag mal, einen Geschmack bekommt, ohne auf, ja, dass man Kalorien zu sich nimmt und so weiter. Wie gesagt, das verrate ich euch aber in diesem einen Video, wo ich Air Up mit Airdrop verglichen habe. Nee, nicht mit Airdrop. Air Up mit Waterdrop verglichen habe. So, was noch dazu? Ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, ich benutze das System immer noch sehr, sehr gerne, war aber kein Freund halt von dieser Flasche. Darum hatte ich mir später, als die rauskam, diese Steel Bottle geholt. Aber wir vergleichen die jetzt gleich mal und dann, ja, sage ich mal was zu jeder einzelnen Flasche und wieso ich jetzt noch die größere habe. Und ja, legen wir am besten gleich mal los. Ich zeige euch erstmal die Flasche mal so ein bisschen im Detail. Da war noch ein bisschen Wasser drin. Ja, das hier ist sozusagen die Standard-Bottle von Air Up hier. Ja, in Grey. Ja, die ganz normale Flasche, hinten das Air Up-Logo drauf. Ja, dann haben wir hier den Verschluss. Ja, mit dieser Trageschlaufe, sage ich jetzt mal. Hier halt das Mundstück. Hier das Mundstück in schwarz mit einem Airdrop drauf hier und dann muss man das halt immer, das fand ich war so ein Nachteil, oh siehste, geht schon gar nicht, dass man immer das jedes Mal hier rausziehen muss, um die Flasche zu befüllen. Das finde ich war für mich ein großer Nachteil, ihr seht schon hier, das ist ja ganz, auch ein bisschen gammelig aus hier. Die wurde schon lange nicht mehr benutzt, die Flasche, obwohl da noch ein Airdrop drauf ist. So, das ist sozusagen, die Standard-Bottle. Jetzt kriegen wir nicht mehr zugeschraubt. Boah, der riecht aber noch sehr intensiv. Der hat sich noch schräg raufgeschraubt. Ihr seht schon, was das Problem für mich immer bei dieser Flasche war, ist, dass ich immer dieses Mundstück rausfummeln muss. Ja, das war für mich so, das hat mich immer genervt auf Arbeit oder so. Die Flasche ist natürlich sehr robust. Ja, das ist ein großer Vorteil. Sie ist leicht. Kommen wir mal zu den Daten jetzt hier. Ja, also das ist die Classic Edition. Die kriegt man jetzt, die ist in dieser Farbe, so Grey oder Anthrazit, mit zwei Pots. Ja. Trinkpots dazu. Für 34,95 bekommt man diese Flasche. Ja, es gibt die auch in zig verschiedenen Farben. Da kriegt man die mit drei Pots für 39,95. Dann gibt es noch ganz unterschiedliche Farben. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, dass man die sich auch individualisieren kann, die Flaschen. Fassungsvermögen haben wir hier 650 Milliliter, wiegt 233 Gramm. Also alles sehr, sehr leicht. Das Material ist BPA-frei. Ist hergestellt aus Tristan ohne Weichmacher. Ja, und dieses Mundstück hier oben, das ist aus lebensmittelechten Silikon gefertigt, ja. Bloß mal so, zu den Daten halt. Wie gesagt, robust, leicht, die kann runterfallen, da passiert nichts, das ist wirklich gut. Für mich aber, wie gesagt, das Problem halt, die festigt auch gut an, das ist so ein, ja, also wirkt sehr hochwertig, ja. Ein Problem ist, wie gesagt, dieses Nachfüllen halt, ja, dass man immer dieses Mundstück rausziehen muss, was ein bisschen fummelig ist, bin ich der Meinung. Ja, man muss es immer angrabbeln, finde ich, war nicht so schön. Und dann kam halt diese Steel Bottle raus hier, ja, wo das System besser ist, ja. Ich zeige es dir nochmal hier. Ja, wo das System einfach, hier sieht man auch mit den Farben, finde ich das ganz gut. Das Mundstück hier halt, muss man nicht abmachen hier, weil, geh mal näher ran, weil man mal schraubt das hier so ab, ist halt ein besseres System. Okay, man hat natürlich hier kein Wasser denn drin. Wie gesagt, dieses Fassungsvermögen hier, was haben wir hier? 480 Milliliter, ist ein bisschen weniger. Aber es vereinfacht die ganze Sache. Ich brauche schnell das Abschrauben hier und kann es sofort nachfüllen, ja.
Das ist natürlich ein viel, viel, für mich persönlich ein viel, viel geileres System. Das war, fand ich sehr, sehr gut. Ich bin auch ein Freund von Edelstahlflaschen. Also ich habe immer mein Trinkwasser eh in Edelstahlflaschen. Im Sommer noch den Vorteil, dass es halt, wenn ich da kaltes Wasser einfülle aus dem Kühlschrank, es hält, sie bleibt kalt halt eine ganze Weile. Ja, kommen wir kurz zu den Daten zu dieser Flasche hier. Wir haben hier, wie gesagt, wir kriegen die Steel Bottle, heißt sie dort, mit 5 Pots inklusive zur Zeit. Die haben immer andere Aktionen, ist auch so eine Limited Edition hier, für 59,95. Ist natürlich deutlich teurer. Ja, wie gesagt, wir fassen hier 480 Milliliter plus, also wiegt 452 Gramm. Und das Wasser hält bis zu 14 Stunden kalt in dieser Flasche. Das ist sehr gut. Und wir haben hier ja, reinstes Edelstahl, ich sag mal 304, falls einem das was sagt. Wollte ich bloß nochmal anmerken dazu. Ja, ist natürlich ein Stück teurer, für mich aber, und natürlich auch ein Stück schwerer. Ist natürlich auch ein bisschen anfälliger, wenn sie runterfällt. Die ist mir jetzt ja auch schon ein paar Mal runtergefallen, aber hat jetzt hier noch keine Blessuren oder Beulen so bekommen. Also es ist sehr, also sehr, sie ist schon sehr robust. Sie ist nicht so dünnwandig oder so. Also das ist schon gute Qualität, muss man einfach sagen. Wie gesagt, für mich persönlich besser mit dem Nachfüllen halt einfach hier, ja, dass ich einfach das abschrauben kann, ohne immer dieses Mundstück anfassen zu müssen oder diese rauszupulen. Ja, kann man natürlich alles machen zum Saubermachen, aber ich, zum Nachfüllen muss ich das nicht immer rausmachen. Ja, so hat man immer das Mundstück rausgenommen, irgendwo hingelegt, auf Arbeit vielleicht. Ja, ist, so ist es auch. Ich kann das hier zumachen, zulassen, sage ich jetzt mal. Schraub das hier ab, kann das hinlegen, es ist alles hygienisch, bleibt irgendwie, kommt kein Dreck ran. Und hier fülle ich einfach das Wasser ein und die Sache ist erledigt, ja. Funktioniert natürlich auch alles mit kohlensäurehaltigen Getränken. Ja, das ist sozusagen, Problem war immer hier, wirklich 480 Milliliter ist mir zu wenig einfach, ja. Ich habe auch gemerkt, dass man durch diesen Pots, durch diesen Geschmack trinkt man einfach auch viel mehr. Es trinkt sich, okay, man muss immer so trinken natürlich, ja, dass man dann immer so, man kippt die halt nicht, das ist erstmal ungewohnt, man trinkt, muss immer so trinken, damit der, oh, der riecht gut, der Duft in die Nase steigt und man diesen Geschmack spürt, muss man so trinken und dadurch zieht man sehr viel und man trinkt immer, ich habe automatisch mehr getrunken mit dieser Flasche. Aber wie gesagt, 480 Milliliter ist dann natürlich nicht viel. Für mich hat persönlich immer, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio fahre, trinke ich meistens immer eine ganze Flasche Wasser. Und das sind ja immer so nicht nur meine Glasflaschen, das sind immer 0,75 Milliliter in so einer Flasche drin. Und da war das mir immer zu wenig. Ja, darum habe ich die dann nie mitgenommen. Und habe immer normale Flasche Wasser immer mitgenommen. Und ja, dann haben sie jetzt vor kurzem oder schon eine Weile diese Flasche hier vorgestellt. Mit 850 Milliliter, also nochmal mehr wie auch hier. Wenn ich die jetzt auch mal hier so nebeneinander stelle, dann seht ihr, dass es von der Größe ist natürlich ein bisschen größer. Oder ich stelle sie mal hier hin, dann seht ihr das, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist so mal der Größenvergleich, ja, dass ihr das mal habt. Ja. So. Nimmt sich jetzt gar nicht von der Größe, ist natürlich noch mal ein bisschen höher, aber ihr seht, dass sie viel dicker ist. Ja? Also das ist, wie gesagt, die normale mit, wie viel hat die noch mal? 650 Milliliter. Ja, die ist ja sehr schlank, ein bisschen größer. Ja, ist auch sehr, wie gesagt, die sind halt auch sehr dick, die Flaschen. So, dann haben wir hier die beiden Steel Bottles mal nebeneinander. Ja, ihr seht schon, den ganzen Kopf größer und halt dicker halt. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Sie ist schon klopper, aber liegt immer noch sehr gut in der Hand. Ja, packen wir mal die Flaschen hier beiseite. Und ja, ich finde, wie gesagt, das System hier ist ja hier das gleiche. Wir schrauben das hier ab, haben dann hier, ihr seht schon, was das für ein Klopper ist hier, ja. Das Mundstück, das oben, das ist alles das gleiche. Das ist nur die Flasche, die anders ist hier zu der anderen. Wie gesagt, kommen wir mal zu den Daten. Wir haben hier, wie gesagt, Steel Bottle plus 5 Pots dazu für 64,95. Also ihr bezahlt nur 5 Euro mehr gegenüber dieser Flasche, also dieser Flasche hier. Und das ist ein guter Deal. Ja, 850 Milliliter, wiegt aber 555,5 Gramm. Das ist schon, ja, ich sag mal, so ein großer Unterschied ist da nicht. Die andere wiegt, wie gesagt, 452 Gramm, sind circa 50 Gramm mehr. Das ist jetzt, macht jetzt nicht so viel aus, finde ich. Ja, aber ihr habt halt sehr viel Fassungsvermögen. Also 58 Milliliter reicht vollkommen aus. Ja, wir haben ja auch dieselben Farben.
mit dem Mundstück hier. Hier jetzt noch kein Pott drauf. Sonst alles, also das obere Teil hier ist halt komplett das gleiche wie bei den anderen Steelballen. Und wie gesagt, ihr kriegt für 5 Euro mehr halt viel mehr Fassungsvermögen. Und sie liegt auch noch gut in der Hand. Ja. Die liegt natürlich besser in der Hand, kann ich besser umschließen und nehmen. Aber sie ist hier auch noch, ja, angenehm. Ich sag mal, für Frauen jetzt vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht die größten Hände. Ja, es ist schon ein ganz schöner Klopper, ja, muss man schon sagen. Aber das ist jetzt für mich wirklich, würde ich sagen, die ideale Flasche hier. Cooles Fassungsvermögen, freue mich darauf, wenn ich nächstes Mal zum Training fahre, immer diese Flasche nehmen zu können. Wie gesagt, Vorteil auch noch, dass sie halt kalt hält, das Wasser auch im Sommer. Finde ich ganz geil. Wie gesagt, 480 Milliliter bin ich nicht weit gekommen, da habe ich 2 Mal von getrunken, dann war das Ding leer gewesen. Ja, vielleicht maximal 3 Mal. Ja, dann bringt mir da auch nichts, wenn ich da, kaltes Wasser drin habe, wenn ich dann nachher warmes nachfüllen muss, wenn ich unterwegs bin. Ja, auch hier, wie gesagt, auch wenn man nur eine Flasche mal mitnimmt, dafür war mir das auch immer zu wenig. Wenn wir jetzt wandern waren oder irgendwas, einen Ausflug machen, war mir das immer zu wenig, 84 Milliliter. Ich habe mir dann immer meistens ja die dann zu Hause gelassen, weil es mir einfach zu wenig war. Habe mir dann immer eine normale Wasserflasche mitgenommen und jetzt endlich 850 Milliliter. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, finde die Flasche absolut genial. Vom Design her, vom Komfort, also von der Benutzung her sehr, sehr gut. Ja, was gibt es denn noch zu Erb zu sagen? Wie gesagt, man kann sich die Flaschen auch noch personalisieren. Also man kann zum Beispiel der, wie gesagt, habe ich schon gesagt, gibt andere Farben. Man kann auch hier andere Deckel, andere Farben kaufen. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Man kann sich auf jeden Fall verschiedene Farben von diesen Mundstücken holen. Ihr seht ja, hier haben wir schwarz bei. Und hier haben wir ja, ich zeige es bloß mal hier. Da ist der in schwarz und hier in orange. Die gibt es auch in anderen Farben. Ja, das kann man sich dazu holen, diese Mundstücke. Man kann diese, hier geht jetzt hier gerade nicht ab, so schwer. Man kann sich zum Beispiel auch diese, nach unten muss man hier abziehen. Falsche Richtung gezogen. Diese Dinger kann man sich auch nachbestellen in verschiedenen Farben. Also wenn ihr jetzt im Haushalt habt, mehrere Flaschen, die gleich aussehen, sage ich jetzt mal, oder hier diese Steelbottles habt, und um die nicht zu verwechseln mit jetzt Familienangehörigen oder was weiß ich, holt ihr euch einfach eine andere Farbe von diesen Dingern. Und schon ist personalisiert, sage ich jetzt mal. Ja, auch eine geile Sache. Kann man sich alles nachholen, man kann sich hier auch einzelne Flaschen, wenn die kaputt gegangen sein sollte, nachholen. Ja, genau wie hier, wo man, glaube ich, das Oberteil neu holen kann. Ich glaube, den Deckel auch, hier die Schlaufen. Das Einzige, was man bei der Steelbottle, was ich schade finde, bin ich ganz ehrlich, ist, dass es die Flasche nicht, also diese Edelstahl-Dings, dass man die nicht einzeln nachkaufen kann. Weil ich hatte gedacht, ich hatte mir die gekauft, da gab es die noch nicht. Und dachte mir jetzt, Mensch, guck mal, vielleicht haben sie ja diese einzelne Unterflasche hier, nur diese Flasche einzeln. Ja, also nur dieses Teil hier. Einzelnen kauft man sich doch das. Ich habe doch das Oberteil schon. Es passt doch. Ja, es ist doch dasselbe. Leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, dass das nicht geht. Ja, wirklich blöd, bin ich ganz ehrlich. Das ist so ein Nachteil, den ich jetzt sagen müsste, was ich nicht ganz so gut finde. Aber man muss jetzt auch sagen, mittlerweile, ich habe gesagt, die Pots, wenn man die kauft und so weiter, kosten Geld. Ist natürlich auch Müll, obwohl es recyceltes Kunststoff ist, was sie für diese Pots nehmen. Trotzdem hat man da wirklich ganz viel Müll dabei. Das ist schon ein bisschen nachteilig. Was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Es gibt ja ins Punktesystem jetzt auf der Seite neuerdings. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wo ich letztes Mal die Flasche gekauft habe, gab es das noch nicht. Wir haben ein Punktesystem. Sobald man da was einkauft, kann man Punkte. Dadurch spart man sich die Versandkosten. Übrigens bei Flaschen, ich glaube, ab 50 Euro. Ich will jetzt nichts falsch erzählen. Ist sowieso ohne Versandkosten. Also sind die Flaschen hier, die beiden sowieso ohne Versand. Ich glaube, allgemein sind Flaschen, glaube ich, ohne Versandkosten. Nur für die Pots muss man dann Versandkosten bezahlen. Aber dann kann man ja Punkte sammeln, dann kann man Versandkosten sparen, kann irgendwelche Pots umsonst kriegen. Das ist sehr, sehr cool, dass man da jetzt ein Punktesystem hat, wo man Punkte sammeln kann, wenn man da einkauft. Und ja, das finde ich auch, ist eine coole Sache. Ja. Das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, das war nämlich damals noch nicht. Dann wollte ich noch zeigen, welche Pots jetzt hier bei waren bei dieser Steelbottle. Haben sie so ein Winter-Tasting-Paket, das wollte ich auch nochmal kurz zeigen, was jetzt dabei ist. Winter-Edition, wie gesagt, ein Pot, also 5 Pots dabei. Gucken wir mal kurz, was wir da für welche drin haben. Das ist ja wieder sowas. So, das haben wir denn hier. Ihr seht schon, das ist jetzt hier, was ich meine mit diesem Müll halt, ja. Dass wir jetzt hier wirklich einzeln verpackte, es gibt natürlich auch andere Sets, wo 5 Stück in so einem Beutel drin sind.
Aber wir haben jetzt hier wirklich die ganzen Beutel. Also wir haben jetzt hier Winter-Apple. Also Winterapfel-Edition. Jetzt mal hier in der Kamera. Ja, Winter-Edition. Dann haben wir hier noch Strawberry Lemongrass. Pear. Dann haben wir hier noch Sweet Coconut. Und halt Lemon. Ja, das sind so. Die haben wirklich sehr coole Geschmacksrichtungen allgemein. Also da habe ich ja wirklich. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ja, das ist sozusagen so ein Paket, wo 3 Stück drin sind. Ja, ich zeige es mal kurz. Da habe ich jetzt Eistee Peach. Das ist sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier noch Watermelone Peach. Der ist auch sehr lecker. Naja, hier seht ihr noch einer. Schon offen ist Peach. Dann hier so eine Orangen-Vanille-Swirl. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und auch der Coffee ist auch sehr, sehr lecker. Ja, das wollte ich bloß nochmal zeigen zum Abschluss. Ja, wie gesagt, ich finde das System sehr, sehr geil. Ich habe auch schon gehört, dass einigen das nicht so funktioniert mit diesem durch die Nase und dann der Kopf, das Aroma so. Und dann, die schmecken einfach nichts oder nicht sehr wenig. Ich finde doch, es ist sehr intensiv vom Geruch her und man schmeckt es auch einfach. Es ist krass, wie das funktioniert, aber es funktioniert bei mir einfach. Ich finde die Flaschen halt sehr, sehr geil. Und mit der großen Flasche jetzt hier, abschließendes Fazit, bin ich jetzt, glaube ich, vollends zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war mein Traum, diese Flasche. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Jetzt wird das System, ich habe es jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Winter nicht ganz so oft benutzt, weil da trinke ich auf Arbeit meistens Tee oder so. Und wie gesagt, zum Sport habe ich es nicht mitgenommen, weil, wie gesagt, zu wenig Fassungsvermögen hatte. Und jetzt geht das aber hier wieder los. Freue mich schon drauf. Freue mich dann auch schon auf den Sommer, denn wenn ich hier wirklich schön gekühlte Getränke dann habe, die ersten, ja, 1-2 Stunden vielleicht. ja, freue ich mich drauf auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem System haltet, was ihr von den Flaschen haltet. Ja, wie gesagt, ich will auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe hier nichts bekommen. Ich habe mir das alles selber gekauft. Ja, nicht, dass einer denkt, ich erzähle jetzt hier, dass weil ich das alles hier gesponsert bekommen habe. Nein, das habe ich alles selbst gekauft. Und darum ist das jetzt hier, ja, meine persönliche Meinung. Und ich bin da wirklich, ja, begeistert von der Flasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von dem System, obwohl, wie gesagt, negative Sachen habe ich schon gesagt. Den ganzen Müll hier. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, nochmal das ganze System, schaut euch das andere Video an. Wie gesagt, ich verlinke euch das nochmal hier unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.